Dienstag, 18. Oktober 2011. 15 Uhr auf dem Kronis-Lerak-Parkplatz an der Hartinger Straße. 3 Gärtanks für eine große Brauerei werden auf Tieflader verladen. Zwischen 22 und 23 Uhr soll heute Nacht der Transport zum Regensburger Westhafen erfolgen. Von dort aus geht es weiter zu ihrem Bestimmungsort, Nigeria. Federführend verantwortlich für das gesamte Projekt ist die Hauptabteilung On-Site Operations, Kronis Werk Steinecker. Die Tanks sind jetzt hier gebaut worden und werden heute verladen. Gehen mit dem Tieflader in den Regensburger Hafen, dann mit dem Binnenschiff nach Antwerpen. Von dort aus nach Nigeria und am Schluss haben wir noch 400 Kilometer Landtransport in die Brauerei, wo sie dann installiert werden. Also der komplette Tank ist eigentlich in Folie eingepackt. Die Verkleidungsfläche der Tanks, die man hier so sieht als grauen Mantel, haben wir Schutzfolie drauf, das sind aus Aluminium. Und alle anderen offenen Edelstahlteile werden mit Folie geschützt, um sie vor der Seewasserkorrosion und Transport zu schützen. Die blanken Stahlteile sind doppelt lackiert mit Korrosionsschutzfarbe und die können gegebenenfalls auf der Baustelle ja wieder ausgebessert werden. Beschädigungen vom eigentlichen Tank sind wesentlich problematisch. Das heißt, sie müssten eigentlich Spezialisten dann hinschicken, um den Tank zu reparieren, was wir vermeiden wollen. Insgesamt 11 Tanks, darunter Gär-, Lager- und Puffertanks, liefert Kronis an den Kunden. Bei dem Auftrag handelt es sich um ein Greenfield-Projekt, also um den Bau einer komplett neuen Brauerei. Normalerweise werden solche Tanks vor Ort gefertigt, aber der Kunde wünschte eine Anlieferung der fertigen Tanks. Also der Bau der eigentlichen Brauerei in Nigeria wird ungefähr 8 bis 9 Monate dauern. Wir werden in der Spitzenzeit ungefähr 170 Mann dort beschäftigen. Eine der ersten Sachen, wenn die Tanks ankommen, ist, dass die Tanks eigentlich aufgestellt werden. Das heißt, die werden aufs Fundament gestellt, werden ausgedichtet, verschweißt, damit die Tanks einfach geschützt sind, muss man sagen, weil wenn sie liegen, ist das Beschädigungsrisiko relativ hoch. Dann werden die Tanks verrohrt entsprechend, Produktleitungen, Kältemittelleitungen und dann in Betrieb genommen. Die Gesamtlänge inklusive Tieflade beträgt je Tanktransport 32 Meter, mit jeweils einem Gewicht von 15 Tonnen. Eine stattliche Fracht und mehr als reine Technik. Es ist so, dass wir die Tanks natürlich als Produkt seit ungefähr 3,5 Jahren bauen. Wir haben aus dem Nichts eine Tankproduktion geschaffen. In der Zwischenzeit vor Ort gebaut, wir haben in Brasilien gebaut, wir haben für Kunden in Tansania, in Mosambik gebaut. Und auch wenn dieser Tankbau jetzt für uns eigentlich ein Standardablauf war, hängt trotzdem an jedem Einzelnen einfach trotzdem noch relativ viel Herzblut dran, muss man so sagen. In etwa 7 Stunden, zwischen 22 und 23 Uhr, je nach Verkehrslage und Freigabe durch die Polizei, soll der Transport zum Regensburger Westhafen erfolgen. Die Streckenführung zum Regensburger Hafen bietet angesichts der Gesamtlänge von 32 Metern pro Tanktransport so einige logistische Herausforderungen. Und diese ersten Kilometer haben schon in sich, denn wir fahren fast quer durch die Stadt. Wir haben 2 Unterführungen, die wir mit den Tanks nicht passieren können, müssen die umfahren. Wir fahren quasi über die Galgenbergbrücke am Ernst-Reuter-Platz vorbei und nicht auf dem direkten Wege zum Westhafen. Im Westhafen werden die Tanks dann in Binnenschiff geladen und gehen über den Main-Donau-Kanal nach Antwerpen. Und ab Antwerpen übernimmt die Tanks der Kunde auf dem Seeschiff, das von ihnen organisiert wird, das bis nach Afrika, also hier in dem Fall in Nigeria, transportiert wird. Gegen 22.45 Uhr ist es soweit. Der Transport der 3 Gärtanks zum Regensburger Westhafen setzt sich in Bewegung. Von Neutraubling aus geht es über die Bundesstraße B8 in Richtung Regensburg. Etwa 40 Minuten später rollen sie auf der Straubinger Straße Höhe Osttangente an. Die Engstelle mit der Unterführung kann nicht genommen werden. Daher wurde eine vorübergehende Streckensperrung der Osttangente vorgenommen. So können die Tieflader ihre Fahrt auf der Gegenfahrbahn B15 fortsetzen. Bereits 20 Minuten später rollt der Transport weiter durch die Innenstadt. Zunächst über die Landshuter Straße und wegen einer Engstelle anschließend über die Furtmeier Straße, mitten ins Zentrum. Heute bekommt der Spätfilm im benachbarten Kino reale Konkurrenz. Auch über die Galgenbergbrücke läuft alles nach Plan. Noch wenige Kilometer, bald schon ist der Westhafen erreicht. Nach 1 Stunde und 30 Minuten kommen die Tanks sicher im Regensburger Westhafen an. Hier werden sie kurz zwischengelagert und werden danach auf ein Binnenschiff verladen. Montag, 24. Oktober 2011. Es ist 7 Uhr morgens.
Am Regensburger Westhafen geht es bereits geschäftig zu. Die drei Gärtanks liegen schon bereit. Das Binnenschiff bringt sich gerade in Position. 15 Minuten später startet auch schon die Verladung der Tanks. Die gesamte Verladeaktion dauert gerade einmal 45 Minuten. Vom Regensburger Westhafen aus treten die Tanks ihre Reise nach Antwerpen an. Dort werden sie auf ein Seeschiff umgeladen und nach Nigeria verschifft. Die letzten 400 Kilometer werden die Tanks auf dem Landweg zurücklegen.